Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video von Entrepreneurship for Engineers. Wer in schwierigem Gelände vorankommen will, kann sich nicht nur auf ein Fahrzeug verlassen, das schnell fahren kann. Es muss auch langsam fahren können, wendig sein und mit unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten zurechtkommen. Gerfried Zeichen meinte, dass Ingenieure und Ingenieurinnen heutzutage bei der Lösung von technischen Problemstellungen immer mit komplexen Aufgaben konfrontiert sind. Aber zum Lösen dieser Aufgaben gehören nicht nur fachliche Kompetenz, weil man heutzutage immer in Teams arbeitet. Welche Werte ihr in eine Firma einbringt und wofür ihr eigentlich bezahlt werdet, erfahrt ihr im heutigen Video Tasks and Abilities. Dabei geht es um eure Aufgaben im Unternehmen und welchen Beitrag ihr zum Unternehmenserfolg leistet. Im ersten Interviewblock erfahrt ihr, was unsere Interviewpartner von jungen Absolventen fachlich und menschlich für ihr Unternehmen erwarten. Im fachlichen Bereich möchte jetzt gar nicht auf die Themen einzeln eingehen, aber was der ganz große Unterschied dahinter ist, verstanden oder nur gelernt? Kann man damit arbeiten? Kann man selber jemandem erklären? Kann man selbst weiterentwickeln, das Thema? Das ist der ganz, ganz große Unterschied, wo wir sehr genau drauf schauen. Und man glaubt nicht, wie viele Absolventen man sieht, die bei einfachen Verständnisaufgaben komplett scheitern. Es gibt es leider nach wie vor. Das betrifft das Fachliche. Beim Menschlichen ist es, schauen wir sehr genau drauf, wie sehr ist jemand für ein Thema begeistert? Wie sehr interessiert er sich dafür? Beschäftigt er sich mit dem Thema? Techniker ist man nicht, es ist kein Beruf, den man erlernt und dann legt man ab und dann geht man nach Hause. Man ist Techniker, dann ist kein Techniker. Ähnlich wie man Mediziner ist. Ein Techniker muss neugierig sein. Wir schauen sehr auf, ist jemand neugierig? Interessiert ihn Neues? Ist er gestalterisch? Möchte er etwas bewegen? Interessiert ihn das Thema auch? Was für Hobbys sind dahinter? Gute Techniker haben fast immer auch irgendwelche Hobbys, die mit Technik zu tun haben und beschäftigen sich seit ihrer Kindheit damit. Also ich kenne ganz wenige gute Techniker, die erst Spättechniker geworden sind. Die meisten waren es immer schon. Sie zerlegen, sie bauen Autos, sie haben ferngesteuerte Fahrzeuge, sie haben Drohnen oder weiß der Teufel was, oder sie schreiben Software. Und das sind eigentlich die Leute, die wir suchen, weil ein großer Teil ist Begeisterung. Begeisterung fürs Thema und das ist die Begeisterung, die wir für unsere Kunden brauchen, gute Produkte zu machen. Das suchen wir eigentlich. Auf jeden Fall, menschlich ist offenherzig und authentisch ein ganz wichtiger Punkt. Kommunikation und Teamfähigkeit sind wesentliche Bestandteile, um in einem Team, das aus unterschiedlichen Disziplinen besteht, also die Personen bestehen aus unterschiedlichen Disziplinen. Man muss da zum Beispiel zusammenarbeiten mit Elektroniker, Konstrukteur, Physiker. Wenn man sie mit den Leuten im Team muss man sich einfach tagtäglich unterhalten. Und die Arbeitskollegen sieht man oft länger und öfter als die eigene Familie. Und da ist es schon ganz vorteilhaft, wenn man sie da ganz gut versteht. Okay, in meiner Rolle als Simulationsexperte ist es vor allem wichtig, dass die Leute programmieren können oder mit sehr avisiert mit Computerumgang sind, auch motiviert sind, das zu lernen und technische Zusammenhänge verstehen können. Also besonders auch meine Rolle, ich muss zwischen verschiedenen Fachdisziplinen Daten austauschen zum Beispiel. Und man muss zumindest ein bisschen was von allen Bereichen können. Da komme ich gleich auf das nächste Schlagwort. Aus fachlicher Seite sind die Grundlagen wichtig. Man lernt zwar in der Ausbildung als Student sehr viele höhere Fähigkeiten, mehr Körperdynamik, 2, 3 und was auch immer es gibt, aber das ganze Leben spielt sich in den Grundlagen ab. Das heißt, meinen Arbeitsalltag kann man 90% mit Grundlagen erfassen und die sollte man verstehen. Also von menschlicher Sicht ist wichtig, dass er motiviert ist. Also ich finde nichts schlimmer als nicht motivierte Mitarbeiter. Also mal sehen, dass er Begeisterung an der Arbeit hat, Begeisterung, was Neues zu lernen. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, soll er auch ehrlich sein. Also es wird von niemandem verlangt, dass er in der Firma in der ersten Woche alles kann. Und wenn er irgendwas nicht kann, kann man das ehrlich sagen, seinem Vorgesetzten oder seinem Ausbildner, dass man was nicht kann. Und das kann man sich anlernen. Und es sollte natürlich auch wichtig sein, so soziales Umfeld, dass er soll einfach mit Leuten kommunizieren können. Bei Teamfähigkeit, das heißt, mit anderen Leuten so auszutauschen, Probleme zu erarbeiten, nur so kommt man zu Lösungen. Teamgeist. Sie müssen verstehen, in der Industrie arbeiten Menschen praktisch nie alleine. Vielleicht ist das ein kleiner Gegensatz zur Universität oder zu Ausbildungsstätten. Sie sind in der Industrie, in Unternehmen immer im Team. Sie haben also unterschiedliche
Aufgabenstellungen, die sie parallel und sequenziell so ineinander schachteln, aneinander reihen, dass sie ihr Ziel kosten- und zeitoptimal erreichen. Das Verständnis dafür ist das Wichtigste. Und darum gilt es für jeden von uns immer wieder aufs Neue in der Situation die richtige Balance zu finden zwischen einerseits Durchsetzungsvermögen und andererseits Anpassungsfähigkeit. Nun, ihr seht, eure Fachkompetenz und das Basis-Know-how wird ohnehin vorausgesetzt. Was sich aber bei allen Antworten herauskristallisiert, ist die Teamfähigkeit und die Fähigkeit, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Offen bleibt dabei, ob es den klassischen Generalisten überhaupt noch gibt. Das Bachelorstudium an einer technischen Universität ist sehr breit gefächert. Das Masterstudium hingegen bietet Möglichkeit zur fachlichen Vertiefung. Daher stellt sich für uns die Frage nach dem Einsatzgebiet von Generalisten und Spezialisten. Speziell spreche ich jetzt für die Entwicklung. Generalisten braucht man natürlich, also man braucht pro Entwicklungsprojekt mal mindestens einen Generalisten. Typischerweise ist das der Projektleiter oder einer, der nahe dem Projektleiter ist. Und dieses Generalistentum erfordert aber dennoch eine gewisse Tiefe in den einzelnen Fachdisziplinen. Weil dieser Generalist muss ja dann eben die besprochenen unterschiedlichen Handlungsstränge so sehr verstehen. Er muss Risiken und Chancen abwägen können, Wahrscheinlichkeiten im Kopf haben, sodass er ihm in der Lage ist, sie hintereinander, nebeneinander oder wie auch immer anzuordnen. Gute Frage, sehr gute Frage. Also das geht ganz, ganz stark in das Thema Organisation ein. So wie wird eigentlich organisiert oder was braucht man heute? Also ich glaube, diese ganz strikte Unterscheidung gibt es eigentlich nicht mehr. Weil die strikte Unterscheidung des Spezialisten und des Generalisten kommt ja noch aus der großen Hypothese des arbeitsteiligen Arbeitens. So, da gibt es den einen, der macht das und der andere macht das und der dritte weiß alles und der vierte trifft alle Entscheidungen. Ich glaube, dass das lange überholt ist. Das hat seine Berechtigung gehabt. Das hat seine Berechtigung gehabt in sehr statischen Zeiten, in Zeiten, wo große Dinge über lange Zeit entwickelt und gemacht wurden. Ich glaube, in der heutigen Zeit, in der heutigen Dynamik ist das lange überholt. Also diese Grenze gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ja. Es sind auch viele Dinge, die wir in den letzten 20, 30 Jahren in der Organisation und in der Führung entwickelt haben, wie Dual-Career-System und so, eigentlich schon wieder überholt. Weil worum geht es eigentlich? Es geht um Entscheidungen. Wer trifft Entscheidungen, in welcher Verantwortung? Und kann das einer für alle tun oder wenige für viele? Ich glaube, in einem technischen Bereich mit gut ausgebildeten Leuten passt das überhaupt nicht mehr. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Unterscheidung noch gibt. Es gibt Tätigkeiten, die mehr Erfahrung fordern und ein längeres Einarbeiten, das ist richtig, und sich länger mit einer Materie zu beschäftigen. Ich glaube aber nicht, dass es noch irgendeine Aufgabe gibt, die es nicht erfordert, aufs Ganze zu schauen. Das glaube ich nicht. Und das ist nicht einmal auf die technischen Bereiche begrenzt. Ja, es gibt den Generalisten durchaus. Und es macht auch Sinn, im Prinzip eigentlich in Richtung Generalist auch zu arbeiten, aber ich glaube, man braucht zuerst einmal ein Spezialgebiet. Das heißt also, mein Professor, bei dem ich meine Doktorarbeit gemacht habe, der Professor Zeichen, hat immer das genannt, das T-Modell. Das heißt im Prinzip eigentlich, ich brauche ein Spezialfach, um einfach tief genug gegangen zu sein, um einfach auch im Prinzip das Arbeiten eigentlich in einer tieferen Ebene der Granularität gelernt zu haben, hier auch gewisse Tools kennengelernt zu haben. Und dann im Prinzip eigentlich brauche ich einen Generalisten-Approach, um einfach im Prinzip eigentlich die Einflussnahme von anderen Spezialgebieten auf mein Fach eigentlich einschätzen zu können und auch einfach mit anderen reden zu können, die einfach dann wieder in ihrem Spezialgebiet drinnen stecken. Aus diesen Antworten könnte man nun folgende Kernpunkte ableiten. Obwohl Generalisten ein Projekt im Ganzen betrachten müssen, brauchen sie zusätzlich eine gewisse Tiefe in den jeweiligen Fachdisziplinen. Auf der anderen Seite bieten Experten, die ihre Arbeit bereichsübergreifend betrachten, immer einen größeren Mehrwert für ein Projekt als jene, die nur ihre eigene Arbeit sehen. Das sogenannte T-Modell nach Gerfried Zeichen, bei dem man um eine Kernkompetenz weitere Fähigkeiten aufbaut, bietet für Techniker eine gute Orientierung. Vernetztes Denken oder Spezialisieren? Wo braucht man das in der Wirtschaft? Für zusammenhängendes Denken ist es notwendig, wenn man zum Beispiel die Position eines Projektleiters innehat,
Da ist es wichtig, unterschiedliche Disziplinen miteinander ins Gespräch zu bringen, den Überblick zu bewahren und auch, falls einmal nicht funktioniert, was durchaus vorkommt, die Leute wieder zusammenzubringen, an einen Tisch zu setzen und an einer Problemlösung gemeinsam zu arbeiten. Fachlich muss ich sagen, jeder Einzelne in seinem Fachgebiet, jeder Experte muss aber auch wieder vernetzt denken, weil in meinem Bereich arbeiten wir mit Sensorsystemen. Das heißt, man hat immer wieder Einflussfaktoren, die, wenn es jetzt auf der Elektronikseite ist, man muss in der Elektronik, was ist Ursache, was ist Wirkung. Auf der Physikseite muss man sagen, okay, hat jetzt Temperaturbereich, Temperatursensor Einfluss auf mein Messsignal. Dieses zusammenhängende Denken geht vom fachspezifischen bis ins Übergeordnete zu den Projektleitern. Also ich decke quasi meine Firma beide Rollen persönlich ab. Ich bin auf der einen Seite bin Experte für Simulationstechnologie. Dort muss ich vernetzt denken. Also ich bin verantwortlich, quasi die Kommunikation der verschiedenen Software, Programme, die wir verwenden, um unsere Simulationen durchzuführen zwischen den verschiedenen Abteilungen, irgendwie zusammenzuhängen, dass alle damit arbeiten können. Und auf der anderen Seite bin ich auch Berechnungsingenieur für Lastannahmen und Festigkeitsberechnungen. Und für diese Tätigkeiten, also für die Spezialtätigkeiten, braucht man Fachwissen. Im Speziellen, in meiner Verantwortung in der Entwicklung, gibt es Generalisten natürlich vorwiegend, wie angesprochen, in der Projektleitung. Es muss jemand gehen, der die Gesamtzusammenhänge versteht, trotz der ausreichenden Tiefe in den einzelnen Themen, damit er die Kollegen aussteuern kann, einsetzen kann, gemäß ihren Aufgaben und ihrer Stärken. Und wir haben, also Projektleiter ist für mich sicher das klassische Beispiel des Generalisten bei uns. Die Fachdisziplinen, wo wir Fachexperten haben, das ist sehr typisch für einen Labormessgerätehersteller. Das sind die üblichen, ich sag mal, Hardware, also Elektronik, Design einerseits und Layout andererseits, die Firmware und die Software und auf der Mechanikseite das mechanische Design und Simulationstechnologien sind typischerweise Spezialisten, aber auch Testing wird von Experten bei uns übernommen. Prinzipiell haben wir durchaus, aber das eher in der Unternehmensberatung, einen sehr synergistischen Ansatzpunkt, um einfach hier im Wesentlichen Probleme zu lösen. Heutzutage in der Unternehmensberatung warte ich nicht im Prinzip, bis der Kunde mit seinem Problem daherkommt, sondern oftmals in der Äußerung einer problematischen Situation steckt eine ganz andere Problematik, die ich erst entdecken muss. Ja, habe ich lange darüber nachgedacht, wer bei uns nicht vernetzt denken soll oder nichts braucht oder mir fällt wirklich niemand ein. Ja. Also ich glaube, vernetztes Denken und der Blick aufs Ganze, die eigene Aufgabe, die eigene Verantwortung im Blick zu halten, aber immer auch zu schauen, was macht das jetzt eigentlich für den Kunden und wie ist der Zusammenhang für den Markt und für den Erfolg des Unternehmens, versuche ich für jeden Job in der Firma deutlich zu machen. Manchmal erfolgreicher, manchmal weniger. Es gelingt nicht immer. Aber ich glaube, dass das notwendig ist, um gut arbeiten zu können. Am ehesten würde ich noch sagen, dass in der Entwicklung es öfter vorkommt, dass Leute sehr tief sich mit einem Thema beschäftigen, sehr lang sich mit einem Thema beschäftigen, wo man vielleicht nicht so direkt unmittelbar miteinander in andere Bereiche hineinkommt. Das vielleicht noch am ehesten. Also Entwicklung ganz sicher. Wenn man sich die anderen technischen Bereiche anschaut, wie Applikationsspezialisten, Produktmanagement, technische Projektleitung, ist man ganz schnell gefordert, eigentlich sich sehr, sehr breit aufzustellen. Ich denke aber, dass man ein Thema haben sollte, das man wirklich gut beherrscht, das man sehr gut kann und mit dem auch lange gearbeitet hat und wo man seine grundsätzliche technische Berufserfahrung herausbaut. Und darauf aufbauen kann man dann eigentlich verbreitern. Was ich auch nicht glaube, ist, dass man sofort als Generalist anfangen kann, weil dafür fehlt dann einfach das Fundament. Vernetztes Denken ist in allen Bereichen gefragt, egal ob als Projektleiter oder als Experte. Denn ein Team setzt sich aus vielen Einzelpersonen zusammen und jeder hat Einfluss auf den Projekterfolg. Eine weitere Charakteristik, die sich aus den Antworten ableitet, ist die Erkenntnis, sich zumindest eine Kernkompetenz aufzubauen und darin möglichst viel Erfahrung zu sammeln. Man kann nicht sofort als Generalist oder Projektleiter beginnen. Dafür ist ein solides Fundament an diversen Fähigkeiten und Tools sowie Selbstvertrauen erforderlich. Diese wiederum bekommt man hauptsächlich durch Erfahrung.
Als kleine Überraschung habe ich unsere Interviewpartner gefragt, was Ihnen bei Ihrer beruflichen Tätigkeit besonders Freude bereitet. Worin liegt Ihre Motivation? Zuallererst mein Team, weil Führungsverantwortung bedeutet, Teams zu bauen, Teams zusammenzustellen, Menschen weiterzuentwickeln. Und wenn das dann Früchte trägt, wenn das eine Dynamik bekommt, wenn das eine Eigendynamik bekommt und sich selbst zu tragen beginnt, macht mir Spaß, weil man eine Beschleunigung reinbekommt, die mit einer Arbeit für sich alleine völlig unmöglich ist. Ein zweites Thema ist, und ich glaube, das ist, wenn man darüber nachdenkt, auch eine große Motivation für viele Techniker, ist das Gestalterische und Schöpferische, das unser Beruf hat. Sich ein Produkt auszudenken, sich eine Lösung auszudenken, zu sehen, wie das dann entsteht, wie die Organisation dazu entsteht, wie das Produkt entsteht, wie es in den Markt kommt, wie Menschen Freude, Spaß und Erfolg haben mit den Produkten, die man macht. Unglaublich. Ja. Also Erfolg gehört schon dazu. Man braucht Erfolg, damit man das erleben kann, aber das sind die zwei Hauptmotivatoren, die ich in jedem meiner Jobs bis jetzt hatte und auch heute noch mich antreiben. Besondere Freude und Erfüllung bereitet mir tatsächlich die Vielfältigkeit. Ich bin in einer für einen Techniker traumhaften Situation. Ich habe eine Fülle von Themen, in denen ich mich engagieren kann. Vielleicht begonnen bei der Konzeption von einem einfachen elektromechanischen Sensor, Sensorelement, bis hin zu einem 3D-Drucker, also einem additiven Fertigungsinvestment. Aber vor allem möchte ich sagen, freut mich, dass ich für die Idee Anton Paar tätig bin. Eine durchwegs hervorragende Firma, die getragen ist von einer Eigentümerfamilie, die höchst integer ist, die langfristig orientiert ist, aber rasche Entscheidungen zu treffen in der Lage ist und die sehr wertschätzend und verantwortungsvoll mit Kollegen, Mitarbeitern, auch mit Umwelt und Ressourcen umgeht. Wir arbeiten hart und wir wissen aber auch, dass wir unsere Ressourcen auftanken müssen. Und wir verstehen es dann und wann auch zu feiern. Besonders Freude macht es mir, mit sehr netten Menschen zusammenzuarbeiten, die ja alle wieder zusammen motiviert sind. Manchmal weniger, manchmal mehr. Das ist halt tagesabhängig, aber das ist bei jedem so. Und in meinem Beruf ist es immer wieder so, dass sowohl die Technik als auch die Menschen mich immer wieder aufs Neue überraschen können. Positiv, es gibt immer wieder neue Sachen, die man kennenlernt. Man lernt ein Leben lang, man lernt aber auch immer, man wird einfach immer wieder überrascht und das ist einfach was, was mir Spaß macht. Man muss dazu sagen, ich bin ja geschäftsführender Gesellschafter. Das heißt, ich habe eigentlich niemanden mehr über mir. Und was mir da besonders eigentlich Freude macht, im Unterschied nämlich zu einer Führungsposition, die ich früher hatte. Ich war unter anderem Vice President in der T-Mobile International, zuständig für ganz Europa. Und was mir dort eigentlich immer aufgefallen ist und was mich auch gestört hat, ist, dass man offensichtlich erkennbare Potenziale, die man eigentlich zum Wohle der Firma heben sollte, aufgrund von Entscheidungen von des Management Boards ganz oben, nicht machen konnte. Ich habe jetzt Gestaltungsfreiheit. Besonders Freude bereitet mir die Selbstständigkeit. Das heißt, dass ich Freiraum habe, meine Arbeiten zu erfüllen, ohne dass ich jede Stunde von einem Vorgesetzten unter Umständen gestört wird oder der neue Regeln setzt. Und das ist in unserer Firma sehr wichtig, dass sehr viel Wert auf Selbstständigkeit gelegt wird. Das ist ein Punkt. Und ein zweiterer Punkt ist, wenn man irgendwo mitentwickelt beim Produkt. Und das sieht man das erste Mal in der Wirklichkeit, zum Beispiel bei uns bei den Zügen. Man sieht das erste Mal den Zug vorbeifahren in Wirklichkeit, den man selbst mitentwickelt hat. Das ist ein richtiges Glücksgefühl. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute. Euer Mr. Pfister.